Dieses Handballvideo wird Ihnen präsentiert von Himmelreich. Ob Tischler, Zimmerei oder Dachdeckarbeiten, bei uns erhalten Sie feinste Handwerksleistungen. Entspannt bauen mit Himmelreich. Und von I&H Industriemontage. Drehen, Fräsen, Schleifen. I&H, Ihr Partner im Maschinenbau. Und von W&M Buttgereit, Ihr Fachbetrieb für Sanitär, Heizung, Gasanlagen, Spülbrunnen und Industriemontagen. TV Kattenfenne gegen Sparta Münster hieß am vergangenen Sonntag das Topspiel der Handballbezirksliga Münsterland. In der prestigeträchtigen Sporthalle am Ölberg ging der heimische TVK als Zweitplatzierter in diese Partie. Der Gast aus Münster hatte Tabellenplatz 4 im Gepäck und damit die Trümpfe für ein Aufstiegsrennen auch weiterhin in eigener Hand. Kattenfennes Trainer Florian Schulte hier im grauen Pullover konnte sich vor diesem Spiel ein Lachen kaum verkneifen. Immerhin war sein Team jahresübergreifend die letzten drei Spiele ungeschlagen. Die Miene bei Sparta-Trainer Nils Overkamp, links im Bild etwas angespannter, seine Jungs mit 3:3 Punkten aus den letzten drei Partien. Während beide Teams die Aufwärmphase absolvierten, kämpften parallel die deutschen Handballherren gegen Frankreich noch um die Bronzemedaille bei der diesjährigen WM. Aus diesem Grunde war die Sporthalle erst ganz kurz vor Anpfiff gut gefüllt und dann ging es für die Hausherren auch schon rein in den Hexenkessel am Ölberg. Finkemeier und Markus Rüskenschulte hieß das Schiedsrichtergespann. Es war angerichtet, TV Kattenfenne gegen Sparta Münster. Der TVK in den schwarzen Trikots, von Beginn an mit Ballbesitz. Das Aufbauspiel über die Nummer 4, Alexander Kipp, Daniel Segger findet am Kreis Hinrich Huckriede. Erste gute Aktion von Philipp Schwanning im Kasten der Münsteraner. Direkten Gegenzug. Münster viel einfacher, viel geradliniger. Nils Haverkamp mit dem 1:0 für die Gäste. In den ersten Minuten merkte man den Akteuren eine gewisse Nervosität an. Ballverluste auf beiden Seiten prägten die Partie, obwohl in diesem Fall sogar ein Fußspiel der Münsteraner Nummer 3 Karl-Julius Grütters vorausging. Dennoch, der Tempogegenstoß, aber auch dieser Ball bereitet Spartas Raphael Anstötz arge Probleme. Für Kattenfennes-Trainer Florian Schulte kein Grund, in Hektik zu verfallen. Immerhin sein Team jetzt mit dem ersten 7 Meter, Kevin Reiser ganz sicher zum 1:1 Ausgleich. Wenn bei Kattenfenne etwas ging, dann durch Einzelleistungen. Mario Postert mit dem zwischenzeitlichen 2:2. Sparta Münster agierte keinesfalls wie ein Auswärtsteam. Immer wieder mutige Aktionen von den Domstädtern. Maximilian Kipp zum ersten, zum zweiten 3:2 für Münster. Spartas Nummer 6, Gedanken und Handlung schnell. Keine Chance für Henrik Peters im Kasten der Gastgeber. Hier mal ein Beweis dafür, dass hier zwei Mannschaften am Werk waren, die sich nichts schenkten und um jeden Ball kämpften. Alexander Kipp ist einen Schritt schneller und Raphael Anstötz mit dem wunderbaren Diver. Spektakuläre Szene in dieser Partie. Das Spiel nahm also Fahrt auf und die Fans in der Halle kamen auf ihre Kosten. Marek Peters für Kattenfenne mit dem zwischenzeitlichen 4:4 Ausgleich. Schöner Treffer des Linkshänders. Kattenfenne blieb nun am Drücker. Daniel Seggers kann nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Die Zeitlupe macht deutlich, Raphael Anstötz stellt den Körper rein, gelbe Karte und 7 Meter für den TVK. Kevin Reiser ganz sicher zum 5:4 und das war die erste Führung für die Hausherren an diesem Sonntagnachmittag. Münster nun mal aus der Distanz, doch Frederik Basfeld im Kattenfenner Gehäuse mit einer ganz starken Fußabwehr. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit konnte sich kein Team nennenswert absetzen. Immer wieder diese leichten Fehler im Offensivspiel. Dann ging die Post ab. Silas Menke mit dem 7:6 für Sparta Münster.
kurzer Blick auf die Bank der Gastgeber. Leichte Unzufriedenheit bei Trainer Schulte. Einmal schütteln und dann wieder der volle Fokus auf die neuen Aufgaben. Sparta Münster versuchte es weiter aus dem Rückraum. Florian Priemel, und der passt ganz genau oben ins Dreieck. 8:8 nach 15 Minuten. Mittlerweile waren auch die letzten Deutschland-Anhänger in der Halle angekommen. Die restlichen einheimischen Fans sorgten ohnehin schon von Beginn an für eine ganz tolle Stimmung. Trotz der vehementen Anfeuerung für das eigene Team. Münster erst einmal im Angriff. Hinrich Huckriede kann Spartas Florian Hinteresch nur mit einem Foul stoppen. Das bedeutet 7 Meter und gelbe Karte für Kattenfennis Nummer 10. Alexander Barth ganz abgezockt zum 9:9. Und das sollte vorerst der letzte Treffer für die Gäste bleiben. Kattenfenne nun mit mehr Durchschlagskraft. Nils Alke zum 10:9. Wiederum Alke. Schönes Anspiel auf Marek Peters. 11:9. Die Offensivmaschine des TVK lief nun richtig gut geölt. Das freute natürlich auch die jüngsten Handballfans. Nächste Kostprobe. Henrik Peters. Super Ball auf Marek Peters. So schön kann Handball sein. 13:9 für den TV Kattenfenne. Trainer Nils Overkamp nahm erstmal eine Auszeit, um seine Jungs wachzurütteln. Doch vorerst verpuffte diese Maßnahme. Lars Bovenschulte zum 14:9 für Kattenfenne. Das war schon mal eine Ansage. Wenn, dann klappte es beim Gast durch 7 Meter. Alexander Barth mit dem Anschlusstreffer zum 14:11. Ja, und plötzlich gab es die gelbe Karte für die Bank vom TV Kattenfenne. Aufregung und Unverständnis beim heimischen Publikum. Und auch wir mussten nach der Partie erst einmal bei dem Hauptbeteiligten nachfragen. Es gab ein bisschen Unruhe im Publikum. Erste Halbzeit, als Ihre Bank die gelbe Karte bekommen hat. Klären Sie uns mal auf. Waren Sie zu nah am Zeitnehmer dran oder was war da der Grund? Ja, anscheinend bin ich nicht der Schnellste, denn ich wollte eigentlich die grüne Karte abgeben fürs Timeout. Hab dann nochmal geschaut, ob es jetzt die richtige Situation ist, und der Schiri hat es mir erklärt, ich darf nicht in der Coachingzone stehen, deswegen die gelbe Karte, also gut gepfiffen, völlig in Ordnung. Liebe Zuschauer, dann wäre das ja auch geklärt. Zurück zum Spiel. Kattenfenne hatte nun nicht nur diese Partie im Griff, sondern auch das nötige Glück auf der eigenen Seite. Hinten half also die Torlatte kräftig mit und vorne war es immer wieder Marek Peters, der mit seinen Toren Münster auf Distanz hielt. Entweder aus dem Rückraum oder über außen, Marek Peters eine Bank bei Torabschlüssen an diesem Tag. Dann war Halbzeit mit 18:12. Für Kattenfenne gingen beide Teams in die Kabinen. Direkt rein in Durchgang 2. Der Pausentee schien den Gastgeber nicht gut getan zu haben. Trotz der 6-Tore-Führung Kattenfenne schwerfällig, ja manchmal sogar umständlich. Die Gäste aus der Domstadt trotz des Rückstandes zielstrebig und mit dem Tor durch die Nummer 11 Florian Priemel. Münster nun mit einem kleinen Lauf. Plötzlich stand es nur noch 18:15 für Kattenfenne. Ja, und dann braucht es eigentlich immer eine Initialzündung, ein Zeichen, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Und dieses Zeichen, diese Aufgabe, die übernahm Henrik Peters im Tor des TVK. Toll gehalten und sofort zeigt er es an. Leute, aufwachen, wir wollen das Ding hier gewinnen. Und siehe da, plötzlich klappte es auch wieder im Angriff. Alexander Kipp und hier mit der Nummer 9 Jan Glasneck mit zwei ganz wichtigen Treffern, die Münster doch wieder auf Distanz hielten. Es war nun die Phase der Torhüter. Bei den Gästen konnte sich Valentin Böswald auszeichnen und im Gegenzug wiederum Henrik Peters mit einem starken Reflex.
Kevin Reiser mit dem ganz langen Ball. Alexander Kipp zum 22:18. Kattenfenne hatte nun wieder Zugriff auf das Spiel. Darüber hinaus Jan Glasneck zum beruhigenden 25:19. Die Stimmung beim heimischen Anhang wurde wieder besser. Kattenfennes Defensive stand nun gut, ließ Münster keine Räume. Ja, und zur Not musste dann auch mal ein Foulspiel helfen. Die Hausherren nun ganz stark und selbstbewusst. Mario Postert zum 27:19. 8 Tore Vorsprung, 12 Minuten vor dem Ende. Es gibt schlimmere Ergebnisse. Wieder der TVK. Lars Bovenschulte holt diesen 7 Meter blitzsauber heraus. Kevin Reiser übernimmt Verantwortung mit seinem 5. 7-Meter an diesem Tag, 29:21 für Kattenfenne. Und auch diese Szene wollen wir Ihnen zeigen. Florian Hinteresch gegen Henrik Peters. Noch einmal Peters, der Torwart ließ sich zu Recht am Ölberg feiern. Dieser verworfene 7 Meter war noch einmal ein Weckruf für die Münsteraner. Kattenfenne verlor in den letzten 10 Minuten erneut den Faden. Im Angriff blieben die Tore aus und in der Defensive kassierte man ein ums andere Mal zu leichtfertig die Treffer. Nur noch 29:23 für den TVK. Wiederum Mario Postert mit der vergebenen Chance und auf der anderen Seite Münsters Nils Haverkamp mit dem Anschlusstreffer. Und die Szenen ähnelten sich jetzt. Nils Alke mit dem Fehlwurf, langer Ball, der aufgerückte Alexander Barth, Sparta Münster nur noch 3 Tore zurück. In den letzten 1,5 Minuten agierte der Gast in einer offenen Deckung, ging also volles Risiko. Kattenfenne darauf bedacht, den Ball zu halten und gleichzeitig auf eine Lücke zu warten. Marek Peters findet diese Lücke, macht mit seinem 9. Treffer hier den Deckel drauf. Mit 31:28 gewinnt der TV Kattenfenne dieses Topspiel gegen Sparta Münster und bleibt damit ganz dick im Aufstiegsrennen in der Handballbezirksliga Münsterland. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Ganz kurze Frage, was meinen Sie, hat heute den Ausschlag gegeben, dass Sie ja, da erfolgreich waren heute? Ja, ich glaube, insgesamt muss man einfach erstmal sagen, wir haben hier eine super Kulisse hier zu Hause. Das sorgt natürlich für Motivation und Stimmung. Insgesamt waren wir ganz gut auf Sparta vorbereitet. Wir wussten, dass die viel räumen, einen schnellen Ball spielen. Wir haben da also ganz, ganz gut in der Deckung gestanden. Und ich glaube, dass das auch hinterher final der Schlüssel gewesen ist. Wir waren auf die 5-1-Deckung von Sparta vorbereitet, haben häufiger mal die Lücke gefunden. Aber unterm Strich hätten wir es durchaus auch noch besser machen können. Deswegen glaube ich, dass insgesamt der Sieg auch absolut in Ordnung geht für uns. Ich persönlich war natürlich ein bisschen angenervt, dass es nochmal so eng war, weil es ging ja auch im direkten Vergleich. Habe dann nochmal frustriert zum Schluss sozusagen die Startsieben gebracht. Aber unterm Strich alles in Ordnung, völlig normal. Und ich wusste beim 27:20, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. Erste Halbzeit war auf beiden Seiten noch sehr zerfahren. Läuft das dann auch unter dem Motto Topspiel? Diese Leichtsinnsfehler auf beiden Seiten, sage ich mal, oder diese Hektik? Ich denke, das schwingt auf jeden Fall auf beiden Seiten immer ein bisschen mit. Der Ball ist noch ganz frisch, das Hart ist noch nicht dran. Ich glaube, dass die Jungs dann auch noch erstmal auf die Tribüne gucken. Vorher war noch das Handballspiel von Deutschland. Da liegt der Fokus auch nochmal woanders. Und das führt natürlich dazu, dass man erstmal ein paar Minuten braucht, bis man dann auf der Platte ist. Was gibt das für einen Auftrieb für die nächsten Wochen, für die nächsten Aufgaben, auch im Meisterschaftsrennen? Ja, wir haben natürlich eine verdammt gute Hinserie gespielt. Wir sind Zweiter, jetzt mit Sparta den direkten Verfolger geschlagen. Wir genießen einfach mal die Momentaufnahme, würde ich sagen. Wir haben extrem schwierige Spiele vor der Brust. Wir fahren jetzt nach Coesfeld. Die haben zu Hause nur gegen Neunkirchen verloren, extrem heimstark. Und die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Sieht für uns zwar ganz gut aus, aber ich glaube, wir sind mehr so der Underdog im Aufstiegsrennen. Und wir werden jedes Spiel unser Bestes geben und alles raushauen. Und was dann final bei rauskommt, das sehen wir dann am Jahresende. Dieses
Dieses Handballvideo wurde Ihnen präsentiert von Himmelreich. Ob Tischler, Zimmerei oder Dachdeckarbeiten, bauen Sie, halten Sie feinste Handwerksleistungen. Entspannt bauen mit Himmelreich. Und von I&H Industriemontage. Drehen, Fräsen, Schleifen. I&H, Ihr Partner im Maschinenbau. Und von W&M Buttgereit, Ihr Fachbetrieb für Sanitär, Heizung, Gasanlagen, Spülbrunnen und Industriemontagen.